In diesem Video geht es um den Mitgliederbereich. Hier findest du eine Übersicht über alle Mitglieder. Dabei gibt es verschiedene Profiltypen, wie du schon bei der Registrierung gemerkt hast. Zum einen gibt es das persönliche Profil und zum anderen die Community Manager. Diese gehören zum Administrationsteam. Als drittes gibt es die Institution. Dabei ist das Ziel, dass jede Institution, die im Netzwerk tätig ist, auch hier als Profil auf der Plattform auftaucht. Auf der rechten Seite findest du einen Suchfilter, den du schon aus den Profileinstellungen kennst. Das heißt, du kannst die Mitglieder nach bestimmten Themen oder Kompetenzen durchsuchen. Zum Beispiel, wenn du jemanden suchst, der sich mit Asylrecht auskennt, gibst du das an. Du kannst auch mehrere Dinge angeben, scrollst ganz runter und klickst auf Suchen und die entsprechenden Personen oder Profile werden angezeigt. Du kannst dir jetzt auch direkt zum Beispiel Nachrichten schicken. Wenn du die Suche beenden möchtest, kannst du hier auf Zurücksetzen gehen. Weiterhin kannst du hier oben nach Profiltypen filtern. Beispielsweise kann ich mir jetzt alle Institutionen anzeigen lassen und habe so eine sehr schöne Übersicht über alle Institutionen in dem Netzwerk. Du kannst dich hier auch mit der Institution als persönliches Profil verbinden. Mach dies bitte aber nur mit der Institution, in der du auch arbeitest. Bei mir ist das jetzt die MIA, die Migrationsagentur. Sonst kannst du das eben immer auf diesem Button hier machen. Zum Schluss zeige ich nochmal ein Profil einer Institution als Beispiel. Wir empfehlen hier als Bild ein Logo zu nehmen, falls dies vorhanden ist. Ansonsten ist dieses Profil genauso aufgebaut wie ein persönliches. Man kann hier alle Informationen angeben und hat so eine sehr schöne Übersicht über die Einrichtung.